Yo, hey Leute, herzlich willkommen zurück bei dem wunderschönen Game Elex. Wir befinden uns in Part 4 und da hinten könnt ihr übrigens auch das Eisland Zarkor sehen. Wir können uns, by the way, sowieso mal die Karte anschauen, genau. Die Karte sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier Edan, was sich relativ weit nach oben erstreckt. Dann haben wir hier die Eiswüste Zarkor, oder das Eisgebiet besser gesagt. Hier drüben wäre der Vulkan, also Ignadon. Und hier unten ist dann die Wüste, Tavar heißt sie. Ja, und auch wenn wir hier Technik benutzen, dann reagieren die NPCs im Prinzip da drauf. Technik. Pah. Ja, und sagen halt im Prinzip, ja, wow, was willst du denn jetzt hier mit Technik, ey? Geh mal weg. Was ja am Ende auch berechtigt ist. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Setzern, weil wir haben ja beim letzten Mal die Wache überredet, doch mal bei den Setzern vorbeizuschauen. Und da gucken wir jetzt mal, wo die sich denn hingestellt hat. Da hätten wir noch Setzerbrot. Ich glaube, da hinten am Baum steht dann auch noch was. Da haben wir noch nicht so ganz geguckt. Oder doch, haben wir. Ah, hier. Ja, so ein geschultes Auge. Also früher war es nicht so schwierig, in den Games irgendwie was zu finden. Reden wir mal mit Oryk. Verdammte Mutanten. Gut, der hat nichts Neues zu sagen. Gucken, ob Eldor was Neues zu sagen hat. Was ist? Nee, hat er nicht. Okay, ich hab's jetzt nicht so ganz gecheckt. Das ist ein Unfug. Erledigt. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Okay, die Frage ist jetzt, wo dieser Born ist. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Das habe ich schon ganz anders gehört. Ja, also eigentlich müsste der hier irgendwo rumlaufen, weil ich meine, das ist nun mal das Gebiet der Setzer. Es sei denn, die haben weiter oben noch irgendwo was angelegt. Ah, da vielleicht. Ja. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit.
Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an? Nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Geht klar. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Ich würde sagen, wir gucken mal noch, was er uns beibringen kann. Alles klar. Strahlungs, okay. Ja, erhöht die Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst, ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Dann essen wir was und kriegen im Prinzip mehr dazu. Ich frage mich zwar trotzdem noch, wo der Typ ist, der hier, den er gemeint hat, wo er gesagt hat, ja, hoffentlich ist er noch nicht gestorben oder so. Naja, gucken wir uns einfach erstmal weiter um. Zum Beispiel hier hinten waren wir noch nicht. Also ihr merkt schon, ich gehe da relativ systematisch durch das Ganze durch. Weil dann übersieht man auch fast nichts. Hier hätten wir wie so eine Art Kompost. Nicht zum Verzehr geeignet. Quest abgeschlossen. Okay. Schimmliges Brot ist selten von Vorteil. Frage ist nur, was mir das jetzt gebracht hat, dass ich die Quest abgeschlossen habe. Da fehlt noch was. So, Fleisch haben wir keins mehr. So, hier gibt es auf jeden Fall auch was zu holen später, aber da ist der Typ leider gerade da. Mit dem können wir aber auch erstmal reden. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Das ist meine Angelegenheit. Hör mal, ich versuche dir Ärger zu ersparen. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Ebenso wie die Alps. Sie extrahieren es auch. Willst du uns mit diesen menschenverachtenden Bestien vergleichen?
Sie werfen Menschen und Material in ihre Konverter, um an das Elex zu kommen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter? Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Kennst du dich überhaupt mit Alptechnologie aus? Mich interessiert ihre Technologie nicht. Mich interessiert einzig und allein das Elex, das in ihr enthalten ist. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken? Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Es macht dich stark. Ja. Aber zu welchem Preis? Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. So. Ja, der hat auf jeden Fall ein paar schöne Ansprüche an uns. Nochmal kurz mit ihm hier reden. Ich hab zu tun. Okay. So. Am Rand soll der Konverter sein. Mal auf der Karte anzeigen lassen. Ja, genau da drüben.
Okay. So, hier unten gibt es noch einen Keller. Gucken wir uns da auch mal um. Direkt unter der Taverne. Morans Schuldenbuch. Scheinbar hat er keine guten Referenzen. Gucken wir uns doch gleich mal an, bevor wir es vergessen. Mal hier ganz hinten war das. Erstmal den Leitfaden, eine Liste mit Hinweisen zur Aufzucht von Setzlingen. Ah, und da steht im Prinzip drin, dass der Typ öfters mal jemanden bestiehlt. Das ist natürlich für uns sehr interessant. So, dann reden wir mal mit dem Typ da oben. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich! Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich wurde von meinen eigenen Leuten hingerichtet. Du willst eine Exekution der Alps überlebt haben? Selbst wenn das stimmt, dann bist du geradewegs in die Höhle des Löwen marschiert. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt und ich habe hier das Sagen. Das sagtest du bereits. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edan gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps, vor Goliath gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Nein, ich will nur wissen, wo er ist.
Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Mana-Schreins. Dort solltest du ihn finden. Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Wie mache ich mich? Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. So, das war auch ebenfalls mal wieder ein langes Gespräch. Und ich sehe gerade, die Facecam kann etwas schärfer gemacht werden. So, ja. Es war aber auch sehr aufschlussreich und wir haben mehr als eine Quest bekommen, das habt ihr auch gemerkt. Und wir haben die ganze Zeit wunderschönes Regenwetter. Scheinbar hat das Game keinen Bock, uns seine schöne Seite zu zeigen.
Ah, und der hat auf jeden Fall so ein magisch verzaubertes Schwert. Du musst mit mir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Doch, das werde ich. Du bringst dich irgendwann... Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Er und sein Eisenclan, die können mich alle mal. Genug. Ich will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. So, mit dem Stormsen reden wir vielleicht mal noch. Versteh einer die Frauen. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. Was ist passiert? Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Wenn du das sagst... Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. Okay, also wir brauchen so ein paar Skills, um dann auch mal ein bisschen anders mit den Leuten zu reden. Und hier sind wir jetzt im Prinzip bei den Heilern. Gibt's auf jeden Fall auch wieder was, was man mitgehen lassen kann. Und da haben wir eine Truhe. Ja, das ist nicht allzu schwierig. Wir müssen im Prinzip die Kombination rausfinden. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Okay, es sind im Prinzip die vier, dann der und dann der. Zu einfach. Das habe ich schon ganz anders gehört. Wenn das jemand hört. Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. So, dann reden wir doch mal mit der Akira. Einige Dinge bleiben. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neun zubereiten. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv.
Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Hm. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Okay, das ist natürlich fatal, dass der gute Mann gestorben ist. Da geht's uns ja besser. Wir sind ja eh schon relativ gut dabei. Und das ist mal so eine Sache hier. Da hinten könnte eigentlich auch was richtig Geiles liegen. Tut's aber nicht. Und ja, das ist es dann sowieso erstmal mit der Folge. Wir gucken uns in der nächsten Folge das Kriegerviertel, den Mana-Schrein und wahrscheinlich auch noch das obere Viertel an. Und damit würde ich mich natürlich erst einmal recht herzlich an der Stelle von euch verabschieden. Bis dahin, ciao, euer Zardas.